Das geheime Buch der Frida Kahlo von Francisco Hagenbeck erschien im Insel-Taschenbuch-Verlag. Ja, das ist eine interessante Mischung hier zwischen Roman und Biografie. Zwei rote Erzählstränge weben sich um die bekannten Tatsachen im Leben der Frida Kahlo, wie ihre Malerei, ihren schlimmen Busunfall, ihre schwierige Ehe zu Diego Rivera, ihre Kinderlosigkeit, all das. Der eine Erzählstrang hat zu tun mit den Märchen der Gebrüder Grimm. Frida Kahlos Vater war ja Deutscher und er hat in diesem Roman zumindest seinen Töchtern die Märchen der Gebrüder Grimm vorgelesen. Zu diesem Zeitpunkt war die kleine Frida sehr, sehr krank. Sie hatte Kinderlähmung, man wusste nicht, ob sie das überhaupt überleben wird. Und ihr Lieblingsmärchen war Der Gevatter Tod. Daraus macht sie die Gevatterin tot, denn im Spanischen ist der Tod weiblich und diese Gevatterin vermischt sich hier noch mit der Skelettdame des mexikanischen Totenkultes, was ganz interessant ist. Mit dieser Gevatterin kann man verhandeln. Man kann sie nicht überlisten, aber man kann sie um einen Gefallen bitten und das tut die kleine Frida. Sie möchte gern wieder gesund werden. Das wird sie auch. Der Preis dafür ist allerdings ein verkrüppeltes Bein. Wenige Jahre später hat sie diesen grässlichen Busunfall. Eine Metallstange bohrt sich durch ihren Körper, ihre Wirbelsäule wird dreimal gebrochen, ihr Becken, ihre Rippen, also sie ist wirklich ganz schön kaputt und kein normaler Mensch würde das eigentlich überleben. Sie überlebt es im Buch wieder deswegen, weil sie verhandelt hat mit der Dame mit der Sense. Sie übersteht diesen schrecklichen Unfall, der Preis ist sehr hoch, sie wird niemals Kinder haben, sie hat täglich Schmerzen, sie muss ein Korsett tragen und ihr Leben lang spürt sie die Nähe der Gevatterin Tod, die ihr doch immer auf den Fersen bleibt. Der andere Erzählstrang hat zu tun, wie der Titel schon verrät, mit dem geheimen Buch der Frida Kahlo. Das ist letztlich, ich verrate es einfach mal, ihr Kochbuch. Frida Kahlo hat leidenschaftlich gerne gekocht, hat das auch alles notiert und viele ihrer Rezepte werden hier in diesem Buch wiedergegeben. So geht es also auch an vielen Stellen um das Essen, um Speisen und Getränke aus Mexiko. Das liest sich sehr interessant für uns Gringos. Man hat Lust, das ein oder andere Mal nachzukochen, obwohl das nicht so einfach sein wird. Es geht allein um 12 verschiedene Sorten Chili, die man hier vielleicht nicht so einfach auftreiben kann. Ich muss gestehen, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, ob es wirklich nötig ist, um das sehr dramatische Leben der Frida Kahlo nochmal diese mystischen, märchenhaften Erzählstränge zu weben. Aber letztlich geht es sehr gut auf. Es liest sich wirklich sehr prall, sehr farbenfroh, sehr lebendig, sehr sinnlich, das Ganze. Und durch diese vielen Dialoge lebt die Frida Kahlo tatsächlich nochmal auf und präsentiert sich hier als eine sehr temperamentvolle, etwas komplizierte, aber sehr schillernde Persönlichkeit. Also auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert.